willkommen zu meinem Video. Irgendwie ist zurzeit eine komische Zeit. Irgendwie auch ein komischer Satz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist irgendwie so kompliziert bei mir gerade. Also wenn ich jetzt gerade auf Facebook wäre und ohne Beziehung ging, wäre der Status sehr kompliziert. Sehr anstrengend, sehr nervig. Nie wieder. Ich habe keine Depression. Das ist schon mal für mich die Juhu, der Juhu-Faktus. Ich habe auch keine reine Angststörung, würde ich sie auch nicht nennen. Das ist auch nicht passend. Ja, ich habe gelegentliche Panikattacken und ich habe auch gerade Probleme ohne Ende, aber ich würde es keine Angststörung an sich nennen, oder? Da fehlen viele Sachen, die sonst noch da wären. Also ich kann euch nur sagen, was ich nach meinem Befinden sagen würde, was es alles nicht ist. Aber was es ist, kann ich euch auch nicht sagen. Und ich gebe es zu, ich habe auch keine Lust, jetzt zu einem Therapeuten zu gehen und mir irgendwelche Ratschläge abzuholen nach dem Motto, fahr Bus. Oder du musst mehr rausgehen. Du kannst dich doch nicht in deine Wohnung einsperren. Doch kann ich. Sieht man doch. Geht. Also, wo ist das Problem? Wenn man es kann, kann man es. Und ich finde das. Ich will auch nicht zu irgendwie zu einem Neurologen gehen, der mein Hirn anguckt, ob da irgendwas gerade im Arsch ist. Nach dem Motto, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwo einen riesen fetten Tumor, der auf irgendwas draufdrückt und deswegen ist bei mir gerade alles so komisch. Nee, verzichte. Lieber fliege ich irgendwann tot um und dann ist es aufgegessen. Ist auch in Ordnung. Aber einfach, ja, ich habe einfach keine Lust dran zu arbeiten. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Vielleicht liegt es daran noch, dass ich durch Corona, und jetzt kommen wir mal zu Ausreden aus dem Kästchen von Elena. Guckt, wie ich es rausziehe. Das mache ich elegant wie kein Zweiter. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich durch Corona immer noch total geschwächt bin und eigentlich noch kaum Energie habe. Und wie soll man sich um seine geistige, psychische Gesundheit kümmern, wenn man schon praktisch in dem Moment, wenn man aufsteht, keucht wie ein Pferd nach einem 3-Stunden-Rennen? Da kann man nicht auch noch sich denken, ja geil, und jetzt noch schön sich mit irgendwelchen Dingen, die mich gerade stressen, beschäftigen. Geht nicht. Ich will aber auch nicht der Sache entgegenflätzen nach dem Motto Hängematte des Lebens wird schon wieder. Weil so funktioniert es leider auch nicht. Und ist so ein Mist gerade. Also, ich habe gerade das Problem und ich habe es euch jetzt nicht erzählt, weil ich wollte es irgendwie, ja, weiß nicht. Es hat sich gesteigert. Also es hat angefangen so im Dezember. Vielleicht auch schon etwas früher. Mama, wann würdest du sagen, wann hat es angefangen? Was denn? Ja, mein jetziger Zustand. Ja, als du das erste Mal von der Impfpflicht gehört hast. Ja, das hat bei mir jetzt angefangen, als unsere Regierung angefangen hat, von Impfpflicht zu labern. Und da ist dann sind meine Ängste dann so groß geworden, dass ich seitdem praktisch handlungsunfähig bin. Also ich gehe nicht mehr raus. Ich vergrab mich. Ich habe Panikattacken. Ich zweifle gerade an allem und alles an mir ist gerade irgendwie so komplett falsch. Also ich habe das Gefühl, bei mir stimmt gerade was überhaupt nicht. Und ich bin dran schuld und meine Haare sind, weil sie sind hier viel zu lange und da viel zu kurz und hier sind sie zu weiß und überhaupt und sie hängen mir ständig ins Gesicht und ich mag mich einfach selber nicht. Ich mag gerade mich nicht, ich mag gerade die Situation nicht und ich bin auch sauer. Ich bin stinksauer, weil jetzt haben wir 2,5 Jahre lang Corona gehabt und unsere Regierung hat munter, lässig und freudig uns Angst gemacht. Und jetzt kriege ich Corona und jetzt plötzlich ist es nicht mehr wichtig, dass man irgendwie einen genesenen Status hat. Jetzt, wo ich den habe, ich fühle mich diskriminiert. Ich fühle mich diskriminiert Verarscht. und verarscht. Und jetzt haben sie 2 Jahre lang praktisch, also 1,5 Jahre haben sie jetzt nur an dieser Impfpflicht mitunter rumdiskutiert. Und jetzt heißt es, naja, die Leute lassen sich nicht impfen, aber das ist ja denn ihr Problem. Que sera, sera.
Ja, vor 2 Jahren habt ihr gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Alle müssen eine Nadel im Arm haben. Und jetzt steht man da und ist endlich genesen und dann ist es gar nichts mehr wert. Ich möchte jetzt eine Bratwurst. Ich bin zwar Vegetarier, aber ich will eine Bratwurst haben. Und ich möchte einen Applaus haben. Ich möchte wenigstens ein wenig, dass es noch anerkannt wird. Könnten wir nicht wenigstens noch für 2 Monate alle Läden so, dass man wenigstens die wenigstens noch diese QR-Codes braucht? Das wäre doch nett. Dann würde ich mich nicht so ganz so verarscht fühlen. Und vor allem, dann hat man Corona. Ich hatte wirklich, es war doof, aber ich hatte einen sehr milden Verlauf, was ich von Anfang an geahnt habe. Aber ich hatte dennoch gelegentlich dann doch Angst, was, wenn es dann doch kein milder Verlauf wird. Aber ja, ich habe es geahnt. Und ich schaue mir gerade so durch. Mir fällt gerade was auf. Die eine Sache, die ich gerade an mir mag, ist gerade rausgekommen. Meine neue, nicht vorhandene Zahnlücke. Was, wenn man wenigstens eine Sache an sich gerade mag, ne? Etwas. Ja. Oh, entschuldigt, falls ich mich übrigens immer noch zu anhöre. Meine Nebenhöhlen sind so dicht wie das Gedränge vor dem Klopapierregal. Ist da überhaupt ein Gedränge? Kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin ja gerade gar nicht draußen. Das ist ein geiler Satz, so ein Gleichnis zu bringen, wenn man es nicht weiß. Ja. Du. Ja, aber es ist einfach, ich fühle mich gerade verarscht. Und zwar wirklich grundverarscht. Und es ist ja nicht nur wegen Corona. Es sind so viele Sachen, wegen denen ich mich gerade so verarscht fühle. Und ja, es ist auch wegen dieser. Ich fühle mich verarscht, weil wir hatten jetzt 2 Jahre lang praktisch nur das Thema Corona. Und es ging fast 2 Jahre lang nur um die Inzidenzen. Und jetzt explodieren die Inzidenzen und jetzt ist plötzlich interessanter, dass in der Ukraine alles explodiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, da kann ich keine Metapher für mehr finden. Das ist ja wirklich so. Und das wird jetzt, plötzlich ist das jetzt das total Wichtige und total alles Überlappende. Meine Mom hat mir mal gezeigt, wo die Ukraine ist. Es ist echt verdammt weit weg. Also von mir. Wenn du jetzt in Berlin wohnst, ist das natürlich eine andere Geschichte. Das ist dann doof gelaufen. Ich bin näher dran. Aber wir hier ist es echt weit weg. Und ich weiß, jetzt bin ich echt arschig. Und es ist mir bewusst. Und ich bin bewusst, weil ich mir denke, jetzt waren wir 2 Jahre lang arschig zu uns, jetzt darf ich auch mal arschig zur Welt sein. Das geht voll in Ordnung. Es gibt Ausgleich. Es gibt Ausgleich. So. Und ich muss sagen, ich glaube, ich könnte bei der Ukraine mehr mitfühlen und mehr so dieses die armen Gefühl haben, wenn auch wirklich mal was passieren würde. Ich meine, man hört zwar, es wurde hier was bombardiert oder da was bombardiert, aber seit fast 3 Wochen kommt immer und immer wieder nur ein Satz, nämlich, dass Wladimir Putin kurz davor ist, wie heißt das jetzt blöde Ding, Kiew einzunehmen. Das heißt jetzt seit 2 Wochen. Also ich meine, wenn der Mann so nah dran ist, wie sie jetzt seit 2 Wochen behaupten, dann ist er genauso nah dran. Also dann können sie den schon sein Rasierwasser schnuppern. Aber das tun sie ja nicht. Also es ist einfach so dieses, ich habe so das Gefühl, ja, Krieg ist furchtbar, Krieg ist schrecklich, aber ich habe so das Gefühl, da wird was aufgebauscht. Ich habe da irgendwie so das Gefühl von Aufbauschen. Aufbauschen und Angst machen. Und dann hat es irgendwie dann doch nicht so gezogen, wie sich wahrscheinlich die das machen, gedacht haben. Egal, wer auch immer da seinen Spaß dran haben mag oder auch wie auch immer das dann in den Nachrichten vermittelt wird. Wahrscheinlich waren die Einschaltquoten einfach zu schlecht. Und jetzt kommt plötzlich die Inflation. Wir haben ja alle so ein furchtbares Inflationsproblem. Wir steuern doch gerade von einem Problem zum anderen Problem. Und irgendwie ist die Lösung für jedes Problem, dass ein neues Problem auftaucht. Ist das auch schon mal jemandem aufgefallen, außer mir? Warum? Warum? Also nicken hört man nicht. Das sage ich dir nur so als Tipp. Und es ist einfach, ich sag euch, nächste Woche, wenn die Inflation nicht mehr zieht, heißt es plötzlich, wir haben einen Vulkan unter Deutschland. Wo auch immer der dann plötzlich auftauchen soll. Und jetzt eine kleine Erdkundesache. Das Heiße bei einem Vulkan ist nicht die Lava, sondern das Magma.
Und ich mag meine Ma. Ich habe seit über fast über 2 Wochen nicht mehr gelacht, tut mir leid. Boah, ich bin rot. Ich bin irgendwie. Jetzt bin ich nicht mehr rot. Krass. Ich war ganz voll rot, Mama. Wow, Ja. bist du ein Indianer mutiert? Das war diskriminierend. Ach so. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur ein ich hab nur meine Gesichtsnerven haben endlich. Oh mein Gott, meine Augenbrauen gehen wieder ein Stück hoch. Entschuldigt, Ja, die entschuldigt, Augen ich. gehen wieder auf. Nee, das jetzt nicht. Ich habe die Augenbrauen gehen hoch. Es ist zwar nicht viel, aber ein bisschen. Oh, wenn ihr mir. Also ich habe die letzten Tage echt nicht den hier machen können. Okay, ich sehe gerade aus wie so eine Irre. Aber ich hatte so eine dichten. Ich hatte wirklich bis hier oben war ich zu. Na gut, ja. Gut, ich habe wenig gesagt, ich habe viel geredet, also haben wir ein Video zusammen. Super. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ja, nee, ist irgendwie gerade voll unpassend, aber ich wünsche es euch trotzdem. Und im Gegensatz zu unseren Nachrichten und so weiter wünsche ich es euch wirklich von Herzen, dass ihr eine schöne Zeit habt. Ihr könnt mir gerne auch mal was schreiben. Ich meine, ich habe eh nichts zu tun. Ich hocke ja eh gerade zu Hause rum. Also schreibt mir doch mal was. Ihr könnt mir alles Mögliche schreiben. Schreibt mir ein Essay über das Leben und die allgemeine Situation. Oder ihr könnt mir auch geil meinetwegen einfach nur schreiben, hi. Und ihr werdet sehen, ich schreibe zurück. Zwar vielleicht nicht gerade am selben Tag, aber ich schreibe Nochmal. zurück. Was? Och Mensch, das war gemein. Du weißt genau, dass ich so gerne winke. Ja gut, also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Ach ja, und ihr könnt mir, ja, wie könnt ihr mir schreiben? Doof, ne? Von mir doof gesagt, aber ihr könnt mir gerne schreiben. Per Facebook oder Twitter. Ihr könnt mir auch eine E-Mail an die bell.tretmeinauto.com schicken. Oder einfach hier in die Kommentare. Also dann, bis bald. Tschüss.